Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Ich habe Ihnen ja bereits einen Teiler von Roberto Zech vorgestellt, mit dem man 1 zu 100 oder 1 zu 1000 die Frequenzen teilen kann. Das ist sehr gut als Ergänzung zu einem Frequenzzähler. Frequenzzähler, die da in den Gigahertz-Bereich hineingehen, sind extrem teuer und auch nicht auf dem Gebrauchtmarkt einfach zu erhalten. Deshalb ist es sehr gut, wenn man die 3 GHz, die ich da maximal bei meinem Signalgenerator habe, durch 1000 teilen kann und dann mit dem Prescaler, den man beim Frequenzzähler einstellen kann, per Software wieder mit 1000 multiplizieren. Das heißt, man ändert einfach das Vorzeichen von Megahertz auf Gigahertz, so kann man direkt ablesen, ohne irgendwie umzurechnen. Das Umgekehrte zu diesem Teiler ist natürlich der Verdoppler. Der Signalgenerator SMT03 gibt es auch als SMT06, relativ teuer und schwer erhältlich. Mit relativ bescheidenen Mitteln kann man natürlich diese Frequenz verdoppeln und zwar qualitativ hochwertig. Robert Zech macht einen Verdoppler, der mit Eingangsfrequenzen zwischen 2 und 4 GHz arbeitet und der Ausgang ist dann entsprechend 4 bis 8 GHz und den möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Im Moment habe ich hier 3 GHz eingestellt und jetzt gehen wir zum kleinen Böckschen und dann zum Frequenzzähler. Die beiden Böckschen sind hier zusammengeschaltet. Den Teiler, den Sie bereits kennen, also 1 zu 100 oder 1 zu 1000, ich habe hier 1 zu 1000 eingestellt und dann den Frequenzverdoppler als Eingang vom Signalgenerator. Dieses Teil ist verbunden mit dem Teiler und dann mit dem Frequenzzähler. Wir gehen jetzt zum Frequenzzähler und schauen mal an, was da herauskommt. Ja, das soll er ja richtigerweise anzeigen. 6 GHz, also eigentlich zeigt er oder zählt er 6 MHz und dann mit dem Prescaler, der softwaremäßig eingestellt wurde, ändert er eben einfach das Vorzeichen hier von Megahertz eigentlich auf Gigahertz. Und so kann ich direkt ablesen. Das macht doch schön Sinn und ist auch spaßeshalber besser, wenn man richtig die Gigahertz ablesen kann. Ein wunderbares Teil für relativ wenig Geld. Also wenig Geld ist alles relativ. Also für etwa 70 Euro bekommt man diesen Verdoppler und hat dann ein extrem breites Frequenzband zur Verfügung, um zum Beispiel Teile wie Kabel, Stecker, Verstärker und so weiter zu prüfen und mal schauen, wie die Verluste dann auch im höheren Frequenzbereich sind. Viele Teile werden ja angeboten, geht bis 4 GHz, vor allem die chinesischen Teile, die gehen immer bis 4 GHz und so kann man mal auch überprüfen, wie es dann eben nicht stimmt. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald.